Willkommen zu einer neuen Ausgabe von Schlesienjournal. Heute stellen wir Ihnen eine Studentenverbindung vor, der aber nun Männer angehören. Doch das erst nach den Infos. Im DFK Tarnau hat Ende Februar die Gemeindejahresversammlung stattgefunden. Kulturgruppen wie der Tarnauer DFK-Chor, der Chor Cantabiles aus Conte, die Kosorowitanki und die Theatergruppen Sternenbrücke, Nakel und Hotzenplotz zogen ein Resümee, was sie im Jahr 2008 geleistet haben. Doch die vielen Kulturgruppen sind nicht das Einzige, womit sich die deutsche Minderheit in der Gemeinde Tarnau im Jahr 2008 rühmen kann. Dieses Jahr war ein gutes Jahr für die deutsche Minderheit. Wir haben die Aktivitäten, die wir schon seit Jahren hier pflegen, weitergeführt. Zum Beispiel seit 7 Jahren haben wir hier eine Vortragsreihe, die ohne Fremdgelder nur aufgrund interessanten Leute, die nach Tarnau kommen, geführt wird. Und wir nutzen sie aus. Sie kommen zu uns und erzählen interessante Sachen über Schlesien, über die Geschichte, über Deutschland und auch über Polen. Und wir haben dieses Jahr als Prüfstein auch nennen dürfen, nämlich es geht um die deutschsprachigen Ortsschilder, die am Einfahrt von unseren Dörfern zu sehen sind. Nun bereitet sich die Gemeinde Tarnau auf die Kreisversammlung der SKGD vor. Bis Ende April sollen in den Kreisen Jahresversammlungen durchgeführt werden. Wann fiel die Berliner Mauer? Welche Sehenswürdigkeiten findet man in Schlesien? Die besten Kenner der deutschen und schlesischen Geschichte und Kultur aus Grundschulen und Gymnasien der gesamten Wojewodschaft Oppeln haben sich im Finale der Deutsch-Olympiade in Oppeln gemessen. Landeskunde Deutschland, Landeskunde Oppeln nach Schlesien, die Geschichte Deutschlands, vor allem ein bisschen von der DDR. Die Sehenswürdigkeiten in Deutschland, auch in Oppelner Schlesien und die Persönlichkeiten von Oppelner Schlesien und Deutschland. Da war so eine Frage zum, was heißt BMW? Bayerische Motorenwerke, das war leicht. Die Deutsch-Olympiade haben die sozialkulturelle Gesellschaft der Deutschen im Oppelner Schlesien und das Oppelner Bildungskuratorium organisiert. Sie wirken schon etwas altmodisch und konservativ, die Studentenverbindungen. Für die einen sind deutsche Studentenverbindungen einfach nur merkwürdig, entsprechend nicht der Zeit. Für andere aber ein gutes Netzwerk fürs Berufsleben. Wir blicken heute auf die katholische Verbindung Salia Silesia zu Gleiwitz im CV. Was bewegt Akademiker zum Beitritt in diese Studentenverbindung? Und was ist dran an einem solchen Männerbund, der sich dem Ehrenkodex und Ritualen des 19. Jahrhunderts verpflichtet fühlt? Hiermit eröffne ich die feierliche Semester-Eintrittskneipe einer feierlichen AV Salia Silesia zu Gleiwitz. Es ist viel mehr als ein lockerer Club, als eine bloße Studentenklique. Es ist ein Freundschaftsbund mit festen Strukturen, Traditionen und Gebräuchen. Es ist ein Lebensbund auf Dauer. Die Verbindung lebt nach vier Prinzipien, Religio, Patria, Amicitia, Essentia, also vier Bereiche, in denen wir wollen, nicht die beste, aber möglichst die gute sein. Also um Pflege der Tradition, es geht um die Liebe zum Land und der Kirche, es geht um die Freundschaft, es geht um die Entwicklung, dass sich jeder der Mitglieder gut entwickelt in diesen vier Bereichen.
Die akademische Verbindung Salia Silesia wurde 1992 von Studenten aus Schlesien und Deutschland gegründet. Heute ist sie Vollmitglied im CV, dem Kartellverband in Deutschland, der Dachorganisation der katholischen Verbindungen. In dieser Zeit, in den 90er Jahren, sehr wenige schlesische Studenten überhaupt studierten in Schlesien. Und wir wollten damals eine schlesische Elite bilden, wenn ich das so sagen will, möchte. Und ich glaube, dass uns das einigermaßen gelungen, sowas zu gründen. Man wird nicht als Verbindungsstudent, als Burschenschafter und als Salia Silesia geboren, sondern man wächst in diese Zugehörigkeit und Lebensphilosophien mehr und mehr hinein. Die Wertegemeinschaft und die Art und Weise, in denen ich auch mich selber entwickeln kann und die gute Traditionen pflegen kann. Es ist mein Zuhause. Die Zugehörigkeit zur Verbindung symbolisieren Farben. Somit sind die Mitglieder Couleur-Brüder. Unsere Farben, die man hier auf dem Band erkennen kann, sind die Farben des Salia Silesia, die wir von unserer Verbindung Salia Breslau übernommen haben. Es ist eine Gemeinschaft Gleichgesinnter, die in fröhlicher Atmosphäre vor allem die Kontakte untereinander pflegen. Exercitium Salamandri. Sind die Stoffe repariert? Nach alter studentischer Tradition, aus Anlass der feierlichen Semestereintrittskneipe, erlaube ich mir, zu Ehren der AV Salia Silesia einen urkräftigen Salamander zu reiben. Wie bitte? Ein Jahr lang lernte Andrzej Klisek, Informatikstudent in Oppeln, die Regeln und die Geschichte der Verbindung in sogenannten Fuchsenstunden kennen und hat sich auf seine Burschenprüfung vorbereitet. Erst die Burschenprüfung macht aus den Füchsen vollwertige Mitglieder. Jeden z kolegów na roku po prostu przedstawił mi tę Verbindung i zaciekawiło mnie to, że jest jakaś grupa studentów, którzy się interesują Tematem Śląsk, historią Śląska i to mnie zaciekawiło. Ergo, Olaf Korgel. Was ist Peter? Bursch! Wer ist Bursch? Peter! Zugang haben nur Männer und das stört hier niemanden. Mich stört es persönlich nicht, dass keine Frauen in der Verbindung sind, sondern es ist auch gut, wenn Bundesbrüder unter sich sind. Also es gibt auch verschiedene Veranstaltungen, an denen Frauen auch teilnehmen können, wie zum Beispiel Festkommers oder Kneipen als Begleitung. Aber insgesamt ist es auch gut, dass Männer unter sich sind. Die Aktiven und die alten Herren treffen sich einmal im Jahr zum Stiftungsfest. Hier werden Kontakte geknüpft, die für das Berufsleben wichtig sind. Der Eintritt in die Verbindung ist ein Bund fürs Leben. Das Leben in einer solchen Verbindung beruht nämlich auf Gegenseitigkeit. Im Beruf stehende Mitglieder unterstützen die Studierenden, welche sich verpflichten, die folgende Generation in gleicher Weise zu unterstützen. Eben ein Lebensbundprinzip. Studentische Verbindung, das ist eine Organisation, zu welcher gehört man ganzes Leben. Und besonders für mich ganz wichtig ist, dass ich jederzeit mit jüngeren Studenten treffen kann und kann man sagen, dass ich ganze Zeit mich ein bisschen jüngeren fühlen kann. Für viele sind heute noch Studentenverbindungen umstritten und rechts. Weil es in Deutschland keine Leute gibt, die wirklich über Dinge nachdenken. Wir sind katholische Verbindungen, was einschließt, dass wir nicht schlagen sind, dass wir eben zwar die Prinzipien verfolgen, Religio, Amicitia, Scientia und Patria, aber diese nicht irgendwie nationalistisch beanspruchen, sondern im Werte des deutschen Vaterlandes oder in europäischen Normen sozusagen. Und das interessiert aber keinen, weil man ja gerne seine vorgefertigten Meinungen praktizieren möchte und auch die dann einfach hat und nicht ablegen möchte. Musik.
besonders stolz, wenn ich, sagen wir, nicht ganz oft hier komme, sondern in ein paar Monate später, wenn ich komme, dann sehe ich, dass immer neue Mitglieder wir bekommen. Das bin ich wirklich stolz, dass ohne uns, also alte Mitglieder, dass alles sich von selbst eigentlich entwickelt.